Seit circa einem Monat sind wir jetzt mittlerweile dabei. Eine Farm, die mich an meine Grenzen gebracht hat, die zahlreiche Tode gefordert hat, die zahlreiche Stunden an Verzweiflung gekostet hat. Eine Farm, die einfach einzigartig ist und mir mehr Aufwand gemacht hat als viele Projekte in diesem Let's Play. Und auch diese Folge werde ich mich zum allerletzten Mal nochmals damit beschäftigen. Wir werden die letzten Erweiterungen machen und nochmal ganz viel Verzweiflung erleben. Nachdem wir beim letzten Mal hier stehen geblieben sind, ich werde jetzt erstmal noch einen kleinen Testlauf hier machen. Ich hole mir jetzt Böses um und teste es dann nochmal, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es funktioniert. Das seht ihr jetzt gleich nochmal. Wird auch nach diesen Schritten heute noch jede Menge positive, negative Scheiße passieren, die mich frustriert, mich an meine Grenzen bringen und am Ende stehe ich trotzdem hoffentlich glücklich da. Aber vielleicht sprenge ich die Farm ja auch am Ende einfach. Letzten Endes ist all diese harte Arbeit, all diese Verzweiflung für ein großes Ziel gesetzt in Elmer Palace. Das unfassbar große Lagersystem für das gesamte Projekt, für die gesamten Projekte, die in nächster Zeit folgen, brauchen wir diese Wait Farm. Und ich denke, am Ende haben sich auch diese 4 Wochen voller Verzweiflung für ein Projekt wie in Elmer Palace, für weitere geplante Projekte, die noch folgen werden, mehr als gelohnt. Das kann ich aber erst dann beurteilen. Trotzdem wünsche ich euch viel Spaß mit diesem sehr emotionalen belasteten Video. Alle Videoaufzeichnungen sind wieder im Twitch-Stream entstanden. Schaut da gerne vorbei, ebenfalls auf Social Media. Außerdem gibt es einen Discord-Server, da könnt ihr gerne reinschauen. Und jetzt, let's go. Ich brauche bitte einmal Bett oben. So, wir haben Bett oben. Und dann fliegen wir jetzt zur Farm und testen die. Ich glaube, das ist Test insgesamt Nummer 23, 25 oder so. Viel zu viel auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall befinden wir uns jetzt wieder an der Farm mit Bett oben. Habe ich jetzt gerade geholt. Und ich teste das Ganze jetzt. Ich hoffe wirklich, es funktioniert so, wie ich es mir vorstelle. Müsste es aber. Wir werden auch in der Replay-Mod nochmal nachgucken. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es funktioniert. Dann versuchen wir das Ganze mal. Ich schaue mich mal hier hin. Ah, nee, stopp. Ach, scheiß drauf. Wir müssen kurz 49 Sekunden warten. Wir müssen hier erstmal die Hebel aktivieren, bevor wir die Farm benutzen können. Komm, tick runter, Farm. Digga, ich will die Farm testen. Komm. Ich will eigentlich seit über anderthalb Stunden den Stuff für die Baumfarm farmen, die ich bauen will. Und nicht hier noch irgendwas machen eigentlich. Aber das ist halt einfach fucking insane wichtig hier, dass wir das gefixt bekommen jetzt langsam. So, okay. Dann machen wir jetzt die hier an. Machen dann hier an. Und dann testen wir das Ganze jetzt. Dann geht's jetzt los. Zack. Bam. Und dann hoffe ich wirklich, dass es jetzt funktioniert. 3, 2, 1 und jetzt fallen. Ja, und jetzt müsste es muss funktionieren mit dem richtigen Timing. Wir werden es jetzt gleich sehen, ich werde es im Replay gleich nochmal angucken. Jetzt ist die Tür offen oben, der Wait wird jetzt ausgelöst, jetzt spawnen die Viecher. Die Tür ist immer noch offen für 49 Sekunden ab dem Punkt an, seitdem ich hier stehe. Die Tür ist offen, heißt ich kann killen, um Bett oben zu bekommen und um die Mobs an sich zu killen. Das ist wichtig, doch die Farm funktioniert. Es ist richtig. Jetzt kann ich hier die Typen killen, es ist zwar ein bisschen wenig, weil hier irgendwas gerade nicht funktioniert, wie es funktionieren soll, glaube ich. Das gucken wir uns aber gleich im Replay an. Und jetzt gleich, bevor ich falle, geht die Tür wieder zu. Und dann, wenn ich wieder hochkomme, geht die Tür wieder auf. Und dann ist es ein unendlicher Kreislauf. Und jetzt kommt, jetzt spawnen sie runter. Ich krieg wieder Bett. Oh ja, die Farm funktioniert. Die Farm funktioniert. Wir gucken es uns jetzt gleich nochmal an. Aber bin mir ziemlich sicher, dass sie funktioniert. Danke für die Clamsings. Ich weiß, dass ich krass bin. Ach man, ich liebe euch. So, wir gehen jetzt nochmal ganz kurz auf die Replay-Map und gucken da kurz nochmal nach, ob das jetzt wirklich so funktioniert. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Wir gucken es uns nochmal an. So, jetzt stehe ich hier, Digga. Ja, jetzt falle ich. Das Tor oben ist zu. Ich falle, das Tor ist zu, genauso wie es sein soll. So, jetzt falle ich, bin am Fallen, das Tor ist zu. Jetzt komme ich hoch, das Tor geht oben auf, das Tor ist offen. Der Wait spawnt, wie ihr seht. Alle fallen runter. Und jetzt müssen wir mal darauf achten. Sobald ich jetzt im Prinzip anfange runterzufallen, müssen wir mal ganz schnell stoppen und gucken, ob das Tor dann rechtzeitig zugeht. Ah, ja, es ist 2 Sekunden zu lang. Aber die 2 Sekunden stören eigentlich nicht, guck mal. 1, 2, ja, es ist 2 Sekunden zu lang. Doch rein theoretisch könnte es passieren, dass so ein Typ zu spät runterkommt, Digga. Vom Prinzip her funktioniert es. Wir müssen nur die Clock nochmal verändern. Ja, wir verändern die Clock nochmal. Und danach müsste es funktionieren. Zu 100%. Ich will, dass es keine Chance gibt. Keine einzige Chance, dass ich da irgendwie in irgendeiner Art und Weise sterbe. Versteht ihr, wie ich meine? Ich will wirklich, dass sie zu 100% funktioniert. Dass die Farm nicht mal eine Chance hat, dass ich in irgendeiner Weise da sterben kann. Und jetzt besteht die Chance halt. Weil in diesen 2 Sekunden, in denen ich falle, könnte es passieren, dass so ein Kacktyp sich denkt, ah, Bruder, ich komme mal jetzt her und fange mal an, dich zu töten und Plagegeister zu spawnen oder so. Und das wäre ein bisschen unvorteilhaft. Dann holen wir uns nochmal kurz Bett oben. So, dann haben wir Bett oben. Und dann können wir das jetzt finally testen. Es müsste jetzt finally, Digga, müsste es jetzt funktionieren. Hallo? Ja, wenn ich dann noch aus dieser Wassergrube halt rauskomme. Hallo? Jetzt, okay. Alter, guckt euch dieses Konstrukt einfach an, Digga. Huch. Finally Test. Wir werden mal kurz die Glocke stoppen nochmal. Und die im Prinzip gleich nochmal neu starten. So.
Ja, hier stimmt auch alles. Sie muss jetzt funktionieren. Sie muss finally funktionieren. Wir gucken uns gleich im Replay nochmal ein. Und dann müsste es klappen. So, dann machen wir hier an. Machen hier wieder an. Stellen uns hier ran. Laufen hier gegen. Lass uns hinterdrücken und jetzt warten wir. Nach 3 Wochen, nach so vielen Problemen, nach über 4 Toten mit 200 Leveln, so viel Zeit, die wir hier reingesteckt haben, muss es doch funktionieren. 3, 2,5, 2, 1 und hopp, runter. Warum denn? Och Mann, Digga. Warum bitte? Hä? Der Repeater rechts könnte auf dem 4. Tick, dann passiert sowas nicht. Ich glaube, der war standardmäßig auch auf 2 Ticks. Ich weiß gar nicht, wie es passiert ist, dass er nicht auf 2 Ticks stand. Warum habe ich Standbilder? Ah, was passiert hier? Nein, Jungs, ich habe ein Standbild. Ich habe ein absolutes Standbild. Ich habe Blackscreen. Minecraft ist einfach abgestürzt. Ist noch nie passiert. Mir ist noch nie mein Minecraft abgestürzt, ne? Noch nie. Wirklich, noch nie. Ey, was passiert jetzt? Ich hatte 3 Chunks. Warum hat das so geleckt? Okay, wir akzeptieren das jetzt einfach, Chat. Ich hoffe nicht. Digga, was ist denn, wenn die Welt jetzt irgendwelche Chunk-Probleme hat? Nicht, dass die Welt jetzt irgendwelche Chunk-Probleme hat. Jungs, also ich will ja nicht sagen, dass ich gerade todesglücklich bin, ne? Aber es sieht aus, als würde es perfekt funktionieren. Rein theoretisch müsste das Timing gut gewesen sein. Ich weiß halt nicht, was das für ein Abschutz war, ne? Der Abschutz verwirrt mich sehr. Der Abschutz, ich weiß nicht, woher dieser Abschutz kam. Aber sonst sah es ziemlich gut aus. Wir gucken mal auf der Replay-Dings. So, jetzt fängt die Glocke an durchzulaufen. Jetzt gucke ich mal, wann ich hier runterfalle. Sobald ich runterfalle, muss die Tür zugehen. Ja, das war jetzt ein bisschen spät, Digga. Die Tür ist zu. Wir spulen nochmal 1 Sekunde zurück, um nochmal ganz genau nachzugucken, um ganz perfektionistisch sicher zu sein. Jetzt muss die Tür zu sein. Und sie ist zu. Ja, wenn sie sogar 1 Sekunde vorher zugemacht worden ist, ist es perfekt. Ja, sie ist zu. Ja. Perfekt. Das Timing ist perfekt. Punkt. Ich teste die Farm morgen. Ihr könnt morgen in meiner Insta-Story sehen, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das jetzt vorstelle oder nicht. Ich bin dabei ziemlich sicher, die Farm funktioniert. Punkt. Wir machen jetzt auch nichts mehr. Für mich ist das ganze Projekt jetzt hier abgeschlossen. Wir befinden uns gerade wieder live im Stream, schon wieder, so wie immer eigentlich. Ich habe was sehr Cooles zu zeigen. Ich habe was sehr, sehr, sehr Cooles zu zeigen, denn ich stand die letzten 3 Tage hier AFK. Ihr habt doch gerade wahrscheinlich schon gesehen, hier sind jetzt Eisentüren. Warum das so ist, kann ich euch gleich erklären. Die Raid Farm war ja ein ganz, ganz krasses Thema, auch im Video jetzt die letzten paar Minuten. Haben wir hier darauf hingearbeitet, dass die ganze Scheiße endlich mal funktioniert, nach zahlreichen Bugs, nach zahlreichen Problemen mit diesem ganzen Teil hier. Ist es endlich soweit? Ich darf es sagen, ich stand letzte Nacht 8 Stunden stand ich letzte Nacht AFK, hab meinen PC durchlaufen lassen und die Farm funktioniert. Die Farm funktioniert ohne irgendwelche Probleme. Nach 4 Wochen, glaube ich, die wir jetzt insgesamt daran gesessen haben, was viel zu viel Zeit für so eine Farm ist, kann ich es sagen, dass man hier 24-7 AFK stehen kann. Ihr seht es auch, ich habe 229 Level übrigens. Dass man 24-7 hier AFK stehen kann und farmen kann. Aber es wird jetzt auch interessanter. Wie gesagt, ich stand hier jede Menge AFK jetzt in letzter Zeit. Ich kann ja jetzt durchgehend AFK stehen, ohne zu sterben. Und über die Zeit, wo ich hier AFK stand, ist, ja, Digga, da ist jede Menge zusammengekommen. Jede Menge Stuff, die ich euch mal zeigen kann. Erstmal, die Eisentüren stehen hier übrigens, weil ein Zombie oder nicht ein Zombie, sondern diese Piglins, die hier aus dem Nether-Portal kommen, zerstören immer die Tür, gehen dann wie auch immer hier lang, laufen hier lang, nicht wenn die Türen da sind, nur ohne die Türen laufen die hier lang, gehen hier rein, werden hochgeschossen und dann drücken die mich da oben einfach weg. Die drücken mich einfach weg und dann funktioniert die Farm nicht mehr. Heißt, ich habe hier die Türen eingesetzt, als kleines Aufbauten-Ding. Es ist ja eine ganze Menge Stuff zusammengekommen. Ich habe ja gesagt, dass ich jede Menge AFK stand. Wie viele Emeralds sind jetzt eigentlich da? Wie viele Emeralds haben wir, um Lapis Lazuli zu ertrainen? Wie viele Emeralds haben wir, um das große Projekt des Amber Pillars zu beenden und endlich sagen zu können, okay, wir können mit dem Bau anfangen. Wie viel ist dafür da? Im Chat steht jetzt 14 Doppelkisten. Ah! Ich habe mich schon mal ein bisschen vorspoilern lassen. Wir gucken einfach mal. Ich klicke einfach mal durch von oben nach unten, wa? Und wir gucken einfach mal, wie viel ist denn hier eigentlich... Ach, wie viel ist denn hier eigentlich an Emeralds zusammengekommen? Ah, wie viel ist es denn eigentlich, du? Ja, um die 26 bis 30, Alter, mashallah. Heißt, wir haben 26 bis 30 Doppelchests, Smaragde. Bedeutet, wir werden aus diesen 26 bis 30 Doppelkisten um die 26 bis 30 Doppelkisten Lapis Lazuli machen. Und was das in Blöcken ist, könnt ihr euch ausrechnen. Ich glaube, allein das, was jetzt schon zusammengefarmt ist, reicht aus, um das Amber Palace Projekt zu finishen. Was jetzt mein ganz entscheidender Plan ist, ihr werdet es jetzt sehen,
Die Chests sind komplett voll. Ich habe dieses Lager gebaut und habe gedacht, yo, Digga, das wird nicht voll. Da werde ich keine Probleme mehr mit haben. Ich habe es extra überdimensional gebaut. Und warum fehlt da ein Block? What the fuck? Ich habe es extra überdimensional gebaut, weil ich dachte, das wird nicht voll. Es ist voll. Ihr wisst ziemlich gut, dass ich kein Stuff verbrennen lassen kann oder despawnen lassen kann. Das funktioniert nicht. Bedeutet, wir werden dieses Lager auf ein überdimensionales Maß erweitern. Wir werden uns hier eine Lösung für einfallen lassen. Ich werde mir eine Lösung hier einfallen lassen. Wie wir es machen können, dass das trotzdem mit dem automatischen Ofen stimmig funktioniert ohne Probleme. Das ist halt noch das Ding, wo ich noch nicht ganz sicher bin, wie ich das mache. Außerdem, der automatische Ofen, ne? Ich habe es gerade gesagt, der automatische Ofen. Ich stand ja hier AFK. Und ich habe auch ein bisschen was gemacht. Und Digga, der automatische Ofen ist voll mit Brennmaterial. Wir haben zu viel Brennmaterial. Es gibt zu viel Brennmaterial, um im Prinzip das gleichwertig auszugleichen. Ich habe nicht genug Stuff, den ich hier brennen kann, dass es in irgendeiner Weise ausgeglichen wird. Bedeutet, ich werde wahrscheinlich das Lager des automatischen Ofens noch vergrößern. Ja, das ist auch noch der Plan. Rein theoretisch, wenn das wenn hierfür ein Überfülllager gebaut ist und wir uns den Stuff dann am Ende nochmal angucken, haben wir die Farm offiziell beendet. Nachdem wir hier, wie gesagt, ewig lange dran rumgetüftelt haben, ewig lange viel gebaut haben, werden wir jetzt in die letzte Timelapse starten, in den letzten Schritt, den es zu machen gilt, um dieses fette, fette Projekt zu beenden. Ich wünsche euch dabei viel Spaß, das wird wieder eine heftig geile Timelapse. Let's go, viel Spaß in der Timelapse. So Leute, wir haben jetzt hier die Farm gestern Abend noch beendet und haben ordentlich was gebaut. Wir haben eigentlich ein externes, großes Lagersystem hier noch hingebaut. Und hier führt auch, wie ihr seht, so ein automatischer Ofen und lang, das habt ihr wahrscheinlich gesehen. Eigentlich habe ich nur das Brennmateriallager, was hier unten ist, gestern noch erweitert und habe hier überall 3 Doppelchests rangehangen, dass es wirklich niemals in irgendeiner Art und Weise voll werden kann. Und außerdem fahren hier im Prinzip jetzt noch 2 Minecarts lang, die ganz, ganz einfach, genauso wie vom System hier, immer hier lang fahren können, die ich blockieren und nicht blockieren kann, je nachdem, was ich einsortiere. Und dann fahren die einmal hier drum, fahren hier über die Trichter. Die Trichter bringen dann die Äxte beispielsweise in die Öfen und in den Öfen werden sie dann gebrannt und werden über die Öfen dann hier in das Lager gebracht. Extrem geil, funktioniert auch alles, haben wir gestern zwar noch nicht ausprobiert, aber sonst ist alles bestens. Und hier oben, wartet, das kann ich euch auch mal kurz zeigen. Hier oben haben wir jetzt auch das so erweitert, dass im Prinzip hier das direkt in die Trichter reinkommt. Das geht hier hoch und geht dann direkt in die Trichter. Danach geht es im Prinzip hier oben rein und wird hier halt durchweg einsortiert in das wunderschöne zweite externe Lager. Ich muss auch sagen, das Lager gefällt mir vom Stil, wie wir es gebaut haben, sehr gut. Und das sieht einfach geil aus. Das sieht einfach echt okay, von der Seite jetzt nicht. Aber so an sich ist es einfach eine extrem geile Farm. Es sieht einfach fucking heftig aus, ne? Diese Farm beschreibt eigentlich den Namen Velation zu gut, weil ich schon wieder für dieses kleine Ding da oben ein so unfassbar fettes Lagersystem gebaut habe, Alter. Was eigentlich teils vielleicht, muss ich auch den Zuschauern, die es gesagt haben, recht geben, etwas unnötig ist. Vielleicht so etwas, aber nur so ein bisschen. Nur, ja. Es sieht halt legit einfach so unfassbar heftig aus. Es ist sehr geil geworden. Und ich kann jetzt auch offiziell, sehr, sehr offiziell, komplett offiziell eigentlich, nach über 4 Wochen Arbeit, die wir hier reingesteckt haben, nach ganz viel Liebe, ganz viel Verzweiflung, ganz viel Stress mit dieser Farm, nach 4 YouTube-Videos, 4 YouTube-Videos über eigentlich nur dieses Ding da oben, was am Ende da drin geendet ist, Alter, kann ich jetzt offiziell sagen, yo, wir haben es geschafft. Ich kann mich AFK stellen, die Farm funktioniert. Ich habe das Projekt durchgezogen und nicht aufgegeben. Und das alles auch mit einem schönen Lager. System am Ende. Am Ende ist es doch sehr nice geworden, muss man sagen. Der Weg bis hierher hat sich ziemlich gelohnt, auch wenn zahlreiche Streams und Videos darunter gelitten haben, muss man dazu auch sagen. Aber wir machen jetzt erstmal noch ein kleines Zwischenprojekt, ein kleines Projekt, was eigentlich nichts mit dem gesamten Projekt zu tun hat, da es in meinem Twitch-Stream ab heute eine Kanalpunkte-Belohnung gibt. Für 25.000 Kanalpunkte kann man sich jetzt im Projekt verewigen lassen. Und das werden wir heute, beziehungsweise jetzt noch angehen. Da kümmere ich mich jetzt noch drum. Denn wir werden, wo auch immer, wo bin ich mir noch gar nicht genau sicher, aber wir werden auf jeden Fall jetzt sofort eine heftig geile große Schilderwand bauen, wo im Prinzip jeglicher Zuschauer, der zukünftig die 25.000 Kanalpunkte in meinem Stream dafür einsetzen will, sich in dem gesamten Projekt
Projekt für immer verewigen kann, der für immer an dieser Kanal-Wall bzw. an dieser Schilder-Wall hängen wird, wo sein Name, den er sich aussuchen kann, stehen wird. Darum kümmern wir uns jetzt erstmal, dass wir da einen Platz finden und da erstmal gucken, wo wir das überhaupt wie hinsetzen. Aber jetzt will ich erstmal einen provisorischen Platz, dass erstmal eine da ist, eine Schilder-Wall im Prinzip bauen, und die Schilder-Wall werde ich mir dann am Ende screenshotten und jegliche Namen werde ich dann woanders halt an die nächste Schilder-Wall tragen. Die Schilder-Wall, die ich jetzt baue, wird im Prinzip nur provisorisch in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen, bis der Amber Palace fertig wird, weil eigentlich wäre mein Ziel, was ich jetzt schon im Kopf habe, ne, was aber noch eine Zeit dauern wird, dass man hier in den Amber Palace reinkommt und dann kennt ihr das ja aus den Timelapse-Videos, dass man hier dann fetten Eingangsbereich hat, der irgendwie ganz hoch geht, dass man dann hier irgendwie an der Wand hat, eine Wand oder irgendwas, was so runterführt in einem geheimen Unterkeller oder so, und da kommen dann die ganzen Namen ran. Wenn die Map irgendwann zum Download gestellt wird und die Leute sich das downloaden, die Leute, die sich halt die Map angucken, werden sehr wahrscheinlich die ganzen Namen dann sehen. Das ist halt mega nice, Digga. Das finde ich sehr, sehr geil. Dann würde ich jetzt erstmal den Boden bauen und dann setzen wir da drauf die Schilderwand. Guck mal, dann werden wir die einfach hinsetzen, dass sie hier erstmal ganz provisorisch neben dem Amber Palace steht. Die wird natürlich später kommt die da natürlich weg, beziehungsweise wird umgesetzt, weg kommt die ja nicht. Nee, Chat, ich habe die Idee. Wir bauen ein Fundament wie beim Amber Palace und da kommt Sandstein rauf und auf das Sandstein an das Sandstein kommen dann die Schilder. Ja, das ist sehr geil, das ist sehr geil. Guck mal, ich baue im Prinzip so ein Fundament wie hier, auch genau gleich mit den Blockvarianten und dann kommt hier drauf die Schilderwall. Alter, die wird doch viel zu groß. Ja, also ich denke, die Schilderwall kombiniert sich auch gut mit dem Amber Palace. Aber später, wenn der Amber Palace steht, wird die Schilderwall halt absolut komisch aussehen, glaube ich. Bin ich mir sicher. Ey, wie ich einfach noch genau im Kopf habe, wie dieser Amber Palace gebaut wird, ne? Als ich den richtig gebaut habe, das ist, glaube ich, 2 Monate, nee, 1,5 Monate oder so ist es her. Das sieht voll, ja, das hat genau den Vibe, den ich vermitteln wollte. Ein bisschen zu wenig von diesen Stufen, aber das macht nichts. Und da kann jetzt im Prinzip so eine, boah, das wird so cool am Ende aussehen, Chat. Vielleicht lassen wir das auch stehen. Ey, ich glaube, das wird richtig dope aussehen, ne? Das wird legit richtig dope aussehen. Ich weiß, ich kann null einschätzen, wie groß ich das jetzt machen muss. Ich würde schon auf eine bestimmte Höhe bringen. Das Ding ist, allein diese Wall werden wir niemals voll bekommen. Also wenn es wirklich passieren sollte, dass wir innerhalb eines Monats oder so, oder 2 Monaten, diese Wand hier voll bekommen mit Schildern, die sich hier verewigt haben, dann gifte ich hier 50 Subs. Das ist versprochen, Alter. So kommt das Ganze dem Ziel schon ein bisschen näher. Ich würde auf jeden Fall Zäune benutzen. Die Zäune stecken sich dann da hoch. Und da könnte man dann oben so ein Dach oder so draufsetzen. Das wäre ultra cool da oben. Dass da die Zäune sich hochstecken. Und dann wäre das, glaube ich, eine ganz nice Umrandung. Das kann ich mir gut imagine. Doch, das kann ich mir gut vorstellen. Das versuche ich mal. Mal gucken, wie das aussieht. Wie setzen wir das hier jetzt am besten da oben ein Dach rauf? Wie machen wir das Dach? Machen wir das Dach einfach so weird, also so ganz normal so? Oder machen wir das Dach so von unten nach oben mit gekräuselt so auf den? Wir könnten das Dach auch so gekräuselt. Ja, wir machen das Dach so gekräuselt. Ja, oh mein Gott, das wird so heftig aussehen. 3, 2, dann könnten wir das so machen und dann hier rum, so. Und dann hier wieder runter, so auf den. Oder ist es zu klein? Oh, Chat. Wollt ihr mich den King nennen? Wollt ihr mich den King nennen oder wollt ihr mich den King nennen? Bruder, ich bin... Also... Fick mich doch, Alter. Fick mich doch einfach, Digga. Der Babbo. Junge, einfach... Einfach perfekt. Maschallah. Es ist vielleicht ein bisschen groß, wa? Die Rundung ist... Na? Wir bauen es erstmal breiter und danach gucken wir mal, wie das mit der Rundung aussieht. Jetzt plötzlich gefällt es mir irgendwie nicht mehr so gut, aber ich glaube, wenn es bis breiter gebaut ist, müsste es anders aussehen. Dann kann es gut sein, dass der Effekt besser gegeben ist oder so. So, dann gucken wir mal, ob das so nice ist. Oder? Da? Na, vielleicht müssen wir ein paar Treppen setzen? Irgendwie sieht es schon ganz sick aus, Digga. Dann setzen wir hier mal noch die fehlenden Blöcke im Prinzip rauf. So. Und dann müsste das doch schon nach was aussehen, rein theoretisch. Dann müsste die Schilderwall doch schon irgendwie irgendwas haben. Krasser Bart, Bruder. Ey, Jungs, Alter, was habt ihr jetzt mit eurem Bart? So, also es sieht schon ein bisschen aus nach einem Bart, aber es sieht auch aus nach einem Dach. Das sieht legit aus wie ein Bart. Jungs, wollen wir da drüber 2 Augen bauen? Wollen wir da drüber 2 Augen bauen, Digga? Oder es dann so als Schilderwand nehmen? Ja, wartet kurz, wir holen Quarz und dann blaue Augenfarbe. Ja, wir machen mal blaue Augenfarbe und dann bauen wir mal 2 Augen drüber. Mit Augen kann das legit ganz nice aussehen. Ja, mit Das wird so wack. Ja,
Ja, wir setzen mal Augen drüber. Guck mal, der soll der so ein bisschen schielen? Warte, ich bringe den mal zum Schielen, den Jungen. Dass er so ein bisschen schielt, das wäre so cool. Der braucht eigentlich noch eine Nase. Ich baue dem noch kurz eine Nase. Warte kurz, Chat. Guck mal, dann kriegt er hier noch so eine plumpe Nase, Alter. Soll der so einen richtigen Rüsselschnauzer bekommen? Warte, so eine viereckige? Das sieht aber auch wack aus, oder? Gucken wir mal. Der ist gut, Digga. Der ist gut. Wir machen mal die Augen noch zwei Blöcke höher und gucken uns das dann nochmal an. Ja, ja. Der sieht so dumm aus, Digga. Der sieht so dumm aus. Ja, genau so sollte es, Junge. Und wir bauen ihm mal noch Rotze aus der Nase. Mal gucken, ob die Rotze nice aussieht. Boah, doch, Digga, doch, die Rotze hat übel was, Alter. Wir könnten ihn noch ein bisschen weiter runterhängen lassen, oder? Ja, ja. No joke, so sehe ich aus. Ach so, Digga, ach so. Der ist perfekt. Der ist perfekt, der gefällt mir richtig. 20.000 Kanalpunkte, während die Wand will. So, dann hole ich mir mal eine Doppelchest. Eigentlich wäre hier am nicesten, wenn ich sie hier einfach so davor setze, so auf den, so. Schilderwand, 02. 2020, als nice Erinnerung. Und jeder, der dann später hier rankommt, wird sich denken, Junge, was ein Spast, Alter. 2021, oh, 22, huch. Buch 22. Ja, ihr habt recht. 2021. Jetzt ist richtig. Und da steht ich. Willkommen, Alter, an der Schilderwand, Junge. Radots 24. Auf jeden Fall kann man sich ab jetzt für 20.000 Kanalpunkte in meinem Stream hier ein Schild erwerben. Und dann wird man hier an dieser wunderschönen Schilderwand verewigt. Die Schilderwand wird, denke ich, in kommender Zeit, auf jeden Fall spätestens, wenn eine Amberpille steht, nochmal entweder umgesetzt oder woanders hin verschoben. Aber die Schilder werden trotzdem so beibehalten. Die Schilder werde ich dann exakt so, wie sie hier stehen, umschreiben. Und auch genau dieses Schild im Prinzip dann an die nächste Wall packen, die wir bauen werden. Genau, perfekt, Alter. Es ist sehr, sehr wild. Sehr wild.